vậy á.
Nimm's Marcy nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge. Kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Hey. Hey. Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt.
Hallo. Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Hilfe? Bei was genau? Ich versuche, die alte Wasserpumpe zu reparieren. Du müsstest reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasen Ausschau, um sie zu finden.
Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe.
Scheiße, ich will töten! Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Was soll's, Junge? Cool.
Meyerlerks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Entschuldigung? Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte.
Ich hätte nicht erwartet, dass die Leute, deretwegen ich hier bin, mir hier eine Standpauke halten. War nicht böse gemeint. Ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Das steht mal fest. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Werdet ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Weitergehen. Hallo. Weitergehen. Tut mir leid, nichts zu verkaufen. Ich gehe zu Vault 81, um Nachschub zu holen. Vielleicht findest du ja doch, was du suchst. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Klar, ich schau's mir an. Hier ist Panzerung das Wichtigste. Schönheit kann Kugeln nicht aufhalten.
zu viele Meilen auf der Straße. Wenigstens ist die Bezahlung schrecklich. Kümmere dich gut um deine Waffe. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie.
Dunste an diesen Ort. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen.
Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Scheint wirklich was zu werden.
Hey. Hey. Hier drüben. Geh dorthin. Hey. Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Na, findest du hier was Brauchbares, Junge? Cotsworth. Sir, willkommen zurück, Sir. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben.